In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du da draußen völlig legal deutlich günstige Gems bekommen kannst, welche Möglichkeiten dir da offen stehen und was für Möglichkeiten du auch noch als Android-User hast, was Google Play und Gems angeht. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesem sehr coolen Thema und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, aber das Ganze doch etwas aufwendiger, weil wenn du in diesem ganzen Video hier einen Like geben würdest und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein in das Thema, wie du da draußen deutlich günstiger Gems bekommen kannst und welche Aktionen du definitiv nicht verpassen solltest. Ja, und ich denke, diese Überschrift liest man natürlich gerne, Lidl rückt bis Samstag war's raus, Apple Nutzer im Vorteil. Diese Aktionen sind tatsächlich relativ selten, jedenfalls habe ich dazu relativ wenig gefunden und es ist aber trotzdem eine Aktion, die man nicht außer Acht lassen sollte, denn Supermärkte wie Lidl, Rewe oder auch Edeka, die geben ab und zu Aktionen raus, wo ihr dann sozusagen 10-15% auf eine iTunes-Karte oder auch zum Beispiel auf eine Google Play-Karte bekommen könnt, womit ihr dann im Prinzip mehr Guthaben bekommt, als ihr eigentlich gekauft habt. Sagen wir mal, ihr bekommt jetzt 10% auf eine 50-Euro-Karte, dann bekommt ihr 5 Euro on top. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist nicht gerade so viel. Ja, aber es ist fast ein Comic, was ihr euch damit kaufen könnt. Und dementsprechend, ja, auch meiner Meinung nach nicht wenig. Man sollte das nicht unterschätzen, was man hier auf jeden Fall damit schon verdienen kann. Als allererstes stelle ich euch hier auf jeden Fall eine Seite vor, die ihr nutzen könnt für euch. Ich werde natürlich alles dazu unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Aber hier haben wir zum Beispiel Apple Gift Cards, Bonusguthaben für App und iTunes Store. Und hier habt ihr sozusagen die aktuellsten Dinge drin, die ihr für euch nutzen könnt. Das sind nicht nur in dem Fall normale iTunes oder Apple Guthaben, die ihr jetzt günstiger bekommt, sondern zum Beispiel auch andere Dinge, wie zum Beispiel hier alle aktuellen Samsung-Besitzer mit einem Smart TV Modell 2018 bekommen hier im Prinzip Apple TV Plus dazu einfach kostenlos. Kann man auch für sich selber nutzen. Auf jeden Fall hier eine sehr coole Seite, was ihr für euch auf jeden Fall nutzen könnt. Wenn man hier auch mal zurückgeht, dann sieht man hier auch zum Beispiel, sind solche Aktionen mit dabei, zum Beispiel von guthaben.de, die dann zum Beispiel eine Giftkarte plus 2,50 Euro Rabatt geben, ist natürlich nicht viel, läppert sich aber, wenn man da auf jeden Fall deutlich mehr von kauft. Anschließend habe ich noch eine weitere Seite mit dabei und da haben wir auf jeden Fall gleich einen sehr schönen Übergang, nämlich zu den Payback-Punkten. Und hier habt ihr nämlich auch eine Übersicht über alle Dinge oder Rabattaktionen, die ihr mitnehmen könnt, sei es zum Beispiel hier eine Rabattaktion oder eine Payback-Extra-Punkte-Aktion, wo ihr dann einfach mehrere Angebote im Überblick habt. Finde ich persönlich sehr hilfreich, werde ich euch unten auch verlinken. Und jetzt kommen wir auch direkt mal zu den Payback-Punkten, denn die sind meiner Meinung nach auch sehr unterschätzt, wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut. Wir haben hier zum Beispiel relativ häufig Wochen, wo diese Payback-Extra-Punkte-Aktionen sind. Und hier haben wir jetzt einmal 50 Euro und ihr bekommt dafür 400 Extra-Punkte, bei 100 Euro 1000 Extra-Punkte. So, ihr merkt euch jetzt mal einfach diese Punkte und wenn man sich das dann mal anschaut, wie viel denn jetzt hier eigentlich 1000 Punkte wert sind, dann ist das mal gar nicht so wenig, denn 1000 Punkte sind 10 Euro Apple-Guthaben und das ist, finde ich, gar nicht mal so wenig. Im Prinzip 10%, die ihr dann bekommt und durch die steigende Inflation wird der ein oder andere wahrscheinlich sowieso deutlich teurer einkaufen. Das heißt, hier könnt ihr auf jeden Fall diese Payback-Punkte enorm für euch nutzen und sei es nur 30 bis 50 Euro, die ihr vielleicht mehr bekommt, essen 30 bis 50 Euro, die ihr auf jeden Fall deutlich mehr habt, um dann zum Beispiel in Gems zu investieren oder auch für andere Dinge zu nutzen. Das gleiche gilt auch für die Google Play Card. Hier habt ihr auch 1000 Punkte, die ihr sozusagen braucht für eine 10 Euro Card. Das Ganze geht auch weiter, das heißt, ihr bekommt hier zum Beispiel dann für 2000 Punkte 20 Euro, für 4000 dann 40 und so weiter und so fort. Also ihr bekommt pro 1000 Punkte 10 Euro Guthaben. Finde ich persönlich super, super gut. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass es keine normale Rabattaktion ist, sondern an der Stelle wirklich etwas ist, was dauerhaft ist. Und man hat ja eben gesehen, diese Payback doppelten oder vierfachen Punkte sind relativ häufig diese Aktion. Dementsprechend kann man hier auch relativ viel an Geld sparen, womit man dann wiederum Google Play Guthaben oder auch iTunes Guthaben in die App investieren kann, was meiner Meinung nach in der jetzigen Situation sehr, sehr hilfreich ist. Der nächste Punkt hat einen sehr, sehr großen Haken und das ist nämlich das Problem, dass man seine Google Play Points, die ihr verdienen könnt, auf Android leider nicht momentan jedenfalls in Google Play Guthaben umwandeln kann, beziehungsweise nicht meines Wissens nach und Vivi investieren kann. Dementsprechend fällt momentan tatsächlich leider diese Funktion aus. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht für immer so sein wird.
Dementsprechend hier an der Stelle für jeden Android-User eine Option, die man vielleicht in Zukunft dann nutzen kann. Deswegen spart ihr auf jeden Fall eure Punkte auf. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal sehen. Ich gehe stark davon aus. Und dann könnt ihr eure Punkte hier auch noch für Vivi Collectibles, für Vivi Gems ausgeben. Und jetzt kommt es auf dich an. Hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps und Tricks, wie man da draußen vielleicht noch irgendwie Gems sparen kann? Schreib mir die unbedingt unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn du auf jeden Fall das Ganze auch schon für dich nutzt und den einen oder anderen Trick jetzt hier schon anwenden kannst, zum Beispiel mit deinen Payback-Punkten, dann schreib mir das auch unbedingt in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob du das Ganze nutzt. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen. Gib dem ganzen Video ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.